Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ja, eine neue Aufnahmesession mal wieder. Und ich weiß gar nicht mal, wie lange die gehen wird. Denn, ja, es ist wieder mitten in der Nacht. Oder, naja, kurz vor. Wir sehen es hier, 1.8.23.14. Ich nehme eigentlich schon fast wieder mitten in der Nacht auf. Aber ich brauche für Sonntagabend auf jeden Fall wieder eine Folge. Also für den 2.8. brauche ich wieder eine Folge für 18 Uhr. Und deswegen, ja, muss ich auf jeden Fall jetzt noch was aufnehmen, weil sonst kriege ich das nicht mehr hin. So, wir schauen mal in den Browser rein. Und was sehen wir hier? Wir haben hier noch ein paar Häuser zu verkaufen tatsächlich. Unter anderem diese 6 Häuser hier von HGTV. Und ich glaube, das ist das nächste, was wir machen müssen. Das 100-jährige Haus für 130.946,76 Euro. Mit 37,94 Quadratmeter Innenfläche. Und ja, das ist das nächste Haus, was wir nehmen werden. Und was wir erstmal renovieren werden. So, wir haben eine Gesamtgrundstücksfläche von 909,69 Quadratmeter, haben 2 Etagen und es ist ein altes Haus, in dem einst ein in Sassnet Bay bekannter Kapitän lebte. Das Haus ist noch in gutem Zustand und es muss nur gründlich gereinigt werden. Naja, in gutem Zustand würde ich mal eher nicht sagen. Die Möbel gehören hier auf jeden Fall erstmal renoviert und ersetzt durch neue Möbel. Aber ansonsten, ja. Ansonsten werden wir da einfach mal schön feucht durchwischen. Ne? Man kennt das ja. Erstmal feucht durchwischen, bevor wir dann an die Möbelstücke rangehen und die Möbelstücke quasi ersetzen. Und man merkt hier schon, der Rasen muss ja auch deutlich gemäht werden. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal damit an, dass wir den Rasen hier erstmal mähen. Dann werden wir erstmal den Rasen mähen hier, weil das ist ja schon mal eine Sache, die wir machen können. Wir wollen ja das Haus schön zurücklassen. Mit einem schön gemähten Rasen. So. Es kann natürlich sein, dass ich den ein oder anderen Strauch auch wieder verkaufen muss, weil ich sonst irgendwie nicht hinkäme an diese Stellen, wo ich eigentlich hin möchte. Aber schauen wir mal. Vielleicht geht es ja auch so. So. Wir mähen hier erstmal alles klein. Boah, Alter, wie riesig ist denn der Garten bitte schön hier hinten? Ist ja unfassbar. Boah, Entschuldigung. Huiuiui. Ich habe gerade gegessen vorher und jetzt muss ich ständig aufstoßen. Ist fürchterlich. Entschuldigung. So. Ah, wie riesig der Garten ist, ne? Unglaublich. Also, da muss man schon sagen, die haben hier richtig schön viel Platz. Da können die schön einen ne? Dingens hier machen. Einen Spielplatz einbauen. Und wenn sie wollen, vielleicht noch ein Schwimmbad. Weiß ich nicht. Aber erstmal muss hier deutlich der Rasen gemäht werden. Wie man sie auch kennt. So. Und den Rest machen wir natürlich dann wieder mit dem Trimmer. Ganz klar, die kleinen Sachen werden mit dem Trimmer erledigt, was wir nicht hinbekommen, und das Grobe
erstmal mit dem Rasenmäher. So. Das Rasenmähen dauert natürlich immer ein bisschen. Und ich habe gehört oder gelesen, dass viele dieses Rasenmähen überhaupt nicht mögen. Also viele Spieler von House Flipper mögen dieses Rasenmähen überhaupt nicht. Das ist so eines der unnötigsten Dinge überhaupt. Ich meine, klar, auch ein Rasen gehört gepflegt. Aber es ist halt so mega unspektakulär, das ganze Rasenmähen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal in einem der Let's Plays erzählt habe, in einer der Folgen. Aber tatsächlich habe ich meinen Vater früher, also noch in Niederösterreich, unser Häuschen hatten, mit Garten und allem drum und dran. Und da wollte mein Vater immer, dass ich ihm helfe beim Rasenmähen. Und ich hatte mir damals immer so 2 Euro oder sowas verdient oder 3 Euro. Jedes Mal, wenn ich ihm ausgeholfen habe beim Rasenmähen. Und das war eigentlich so, als Kind gesehen, war es echt nice. Hat man sich immer so ein bisschen was dazu verdienen können. So im Monat, sagen wir mal, 2-3 Mal Rasenmähen und schon hast du mal 10 Euro drin gehabt. Ungefähr, ne? So knapp mit 10 Euro. Und damit konntest du schon mal wieder schön einkaufen gehen. Ne? Aber trotzdem muss ich sagen, Rasenmähen hat mir persönlich nie wirklich viel Spaß bereitet. Ich meine, klar, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir halt ein bisschen Geld dazu verdienen wollte. Und weil mein Vater das ja auch angeboten hat, so, ja, wenn du mir hilfst, dann kriegst du 3 Euro. Fand ich schon mal ganz gut. Aber trotzdem war es nie wirklich meins. Trotzdem habe ich nie wirklich so das Bedürfnis gehabt, wirklich freiwillig Rasen zu mähen. Ich habe es immer nur wegen des Geldes gemacht. Ich war klein und jung und brauchte das Geld. Nee, aber ja, es war halt einfach nicht meins. Keine Ahnung. Andere würden wahrscheinlich sagen, geil, Rasenmähen ist voll nice und so, voll entspannend. Aber für mich persönlich war Rasenmähen nie was. Also das war irgendwie so mega unspektakulär, mega nervig, ständig ständig diesen Sack, der dran hing, der Rasensack oder so, wo der ganze gemähte Rasen reinflutschte, das immer ausleeren am Komposthaufen und das mehrmals pro Rasenmähsaison. Es ist halt, ja, es war nicht wirklich so toll. Aber ja, was willst du machen? Es musste halt auch sein, wenn man den Rasen so einigermaßen, ne, pflegen wollte. Dann musste das natürlich auch sein. So, dann haben wir das jetzt, ne? Dann haben wir hier den gröbsten Rasen haben wir jetzt mal. Das heißt, jetzt werden wir hier erstmal mit dem Trimmer wieder arbeiten und werden das ganz kleine, den Rand beim Zaun und alles erstmal wegschneiden. Schön wegmähen. So. Hier auch nochmal so. Zack. So. Dann sind wir hier auf der Minimap auf jeden Fall reichlich Wiese, reichlich Gras, was hier noch weggemäht gehört. Ich bin froh, dass wir da einigermaßen hinkommen. Und das einigermaßen wegmähen können. So. So, und ich hatte ja letztes Mal, in einer der Folgen, hatte ich ja das letzte Mal
ein bisschen Werbung gemacht für den The Forest Stream, der eigentlich stattfinden sollte am vergangenen Mittwoch. Nur leider Gottes ist uns da ein Kollege weggebrochen, der leider vergessen hatte, dass er an dem Tag schon was vorhatte. Das hat er irgendwie komplett übersehen gehabt. Deswegen haben wir das Ganze jetzt auf nächste Woche vertagen. Auf nächste Woche Mittwoch. Also quasi auf den kommenden Mittwoch jetzt. In der Hoffnung, dass es da niemand mehr wegbricht. Und dass wir da schön endlich mal wieder The Forest spielen können. Ist ja auch schon wieder mega lange her. Mega lange zurück. Dass wir das eins gespielt haben. Und ich wollte das Projekt unbedingt weiterlaufen lassen. Weil ich war ja eigentlich derjenige, der das ganze Projekt ins Leben gerufen hat. Auf Twitch. Und von daher, ja. Habe ich dann auch gesagt, naja, wenn ihr wollt, dann will ich das gerne noch ein bisschen weitermachen. Und, ja. Und da waren die meisten natürlich auch dafür. Also meine beiden Kollegen waren auch dafür. Da habe ich mir gedacht, ja gut, dann machen wir das doch. Und jetzt 3 Monate, nachdem wir unseren letzten Far Cry Stream, also unseren letzten Forest Stream hatten, machen wir hier endlich mal weiter. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommenden Mittwoch ist es soweit. Im kommenden Mittwoch werden wir dann The Forest weiter streamen. Und da sehen natürlich meine beiden Kollegen auch wieder am Start. Nur leider Gottes, ich habe vergessen, den allerersten Stream runterzuladen. Oder ein paar The Forest Streams habe ich, glaube ich, gar nicht runtergeladen. Und ich wollte das eigentlich ursprünglich machen. Habe aber immer drauf vergessen. Und da kann ich das leider auch nicht auf YouTube hochladen. Weil ich einfach, weil ich leider nicht alle Streams runtergeladen habe und damit auch nicht alle Folgen hochladen könnte, weil halt da was fehlen würde. Das ist halt auch doof. Das ist für euch doof, das ist für mich doof. Von daher, naja. Ist halt leider so. So. Man merkt hier schon, langsam lichtet sich hier alles. Ganze Rasen wird weniger. All das, was hier einst stand, ist nicht mehr hier. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es mittlerweile erzählt habe, aber tatsächlich war ja noch nicht sicher, ob heuer in Wien dieses Jahr die Game City stattfinden kann. Aufgrund Corona und so, ne, wusste man lange, lange Zeit nichts, ob das stattfinden kann. Und da hat sich jeder gefragt, hä, kann das einfach so stattfinden und bla. Ja, eigentlich wollten sie die Game City stattfinden lassen in Wien. Allerdings haben sie jetzt vor kurzem erst mitgeteilt, dass das doch nichts wird. Und deswegen, naja, muss das leider bis nächstes Jahr warten. Also dieses Jahr leider keine Game City. Finde ich sehr schade, weil ich da immer ganz gerne bin. Aber dieses Jahr muss ich es leider ausfallen lassen. Nicht nur wegen Risiko, sondern eben auch deswegen, weil die Leute, die das eigentlich immer wieder machen, einfach auch gesagt haben, nö, wir machen es dieses Jahr nicht, aus Sicherheitsgründen, und ja, verstehe ich aber auch.
verstehe es ja auch irgendwie, weil man möchte ja doch schauen, dass man Leute nicht dem Risiko aussetzt. Sonst dürfen wir doch nicht so viele Leute auf einmal aufeinander treffen. Von daher muss man da natürlich Abstriche machen. Muss sagen, naja, geht halt nicht. So. Deswegen wird das Ganze erstmal vorläufig abgesagt. So. So, okay. Jetzt machen wir hier noch das Haus außen ein bisschen sauber. Oh, schön. Das uns erwischt. Nicht schlecht. So. Wunderbar. So sieht es doch schon fein aus. So. Okay. Da hoch komme ich anscheinend nicht, oder? Jetzt bin ich wieder auf der rechten Maustaste angekommen, kurzzeitig. Nein. Okay, da komme ich nicht hin. Da komme ich definitiv nicht hin. Gut, das heißt, ich muss hier dann später noch ein Gerüst aufstellen. Leider. Ich kann da leider nichts anderes machen. Dass wir dann später noch ein Gerüst aufstellen. Oder was machen wir das jetzt gleich, bevor ich es vergesse. Stellen wir jetzt noch ein Gerüst auf. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist denn das Gerüst überhaupt? Da. Da ist das Gerüst, was ich brauche. Das werden wir hier hinstellen, so. Zack. Können wir das hier schön reinigen. So, jetzt haben wir noch irgendwo was. Da hinten, glaube ich. Genau, da hinten sehe ich nämlich. So. Da haben wir noch was. Da ist noch ein bisschen Dreck. So. Zack. Haben wir es auch. Oh, hopsi. Bin ich einfach mal runtergefallen vom Dach. Läuft. Zum Glück habe ich mir kein Bein gebrochen. Das wäre es gewesen. So. Passt. Dann haben wir es, glaube ich, erledigt. Warte. Ich schaue nochmal. Zur Sicherheit nochmal, nein, so, zur Sicherheit nochmal hier drüber gesprüht. So, und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Hoffe ich mal zumindest. So, hier haben wir noch ein kleines Grasbüschel gehabt. So, passt. So. Und ich würde mal sagen, in der nächsten Aufnahme machen wir hier dann weiter. Weil jetzt habe ich gerade 20 Minuten. Und das nächste Mal machen wir hier weiter. Entschuldigung für die kurze Aufnahmesession, aber wie gesagt, ich muss das Ganze ja jetzt noch rendern, schneiden und bla, so dass die Folge morgen online kommt und es geht sich sonst nicht aus. Zumal es ist jetzt eh schon recht spät. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Aushalten und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session wieder und dann geht's weiter mit Hausflipper und dem Haus, was wir gerade eben gekauft haben. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.